Müller stichelt gegen Kovac. Thomas Müller kann seine damalige Degradierung zum Ersatzspieler unter Ex-Bayern-Coach Niko Kovac bis heute nicht verstehen. Ich konnte es weder damals noch heute nachvollziehen, dass ich 6 Spiele in Folge auf der Bank war, weil ich das Gefühl habe, der Mannschaft helfen zu können, sagte Müller dem Online-Portal Sportbazar. Der Trainerwechsel macht den 30-Jährigen wieder glücklich. Seitdem läuft es für die Mannschaft und mich exzellent, wenn man die beiden Spiele gegen Gladbach und Leverkusen ausnimmt, so Müller weiter. Zidane soll Nationaltrainer werden. Trotz des kürzlichen WM-Erfolgs ist Zinedine Zidane der Wunschkandidat des französischen Verbands für die Nachfolge von Didier Deschamps. Wenn Didier geht oder sein Vertrag nicht verlängert wird, wird Zidane der geeignete Mann sein, sofern er verfügbar ist. Didier wird bis Katar da sein und dann sehen wir weiter. Mehr weiß ich nicht, sagte der Verbandspräsident Noël Legret bei Canal Plus. Zidane steht noch bis 2022 bei Real Madrid unter Vertrag. Podolski will Köln umkrempeln. Lukas Podolski möchte dem 1. FC Köln in Zukunft helfen und durch seinen neuen Job mit an der Weiterentwicklung des Traditionsklubs arbeiten. Das Potenzial des Clubs ist riesig, aber es sind in den letzten 20 Jahren Fehler gemacht worden. Man muss das Potenzial besser nutzen, erklärte der 34-Jährige im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger und dem Express. Über die geplante Zusammenarbeit mit den Rheinländern hält sich der Ex-Nationalspieler bedeckt. Wir haben gesprochen, das Treffen war gut und jetzt nehmen sich beide Seiten Zeit, die Partnerschaft mit Leben zu füllen. Matthäus kritisiert Salihamidzic. Lothar Matthäus sieht bei Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic noch Verbesserungspotenzial. Ich glaube, dass Hasan absolut zulegen muss. Er ist fleißig, aber manche Dinge werden zu Recht in der Öffentlichkeit kritisiert, sagte der 58-Jährige bei der Augsburger Allgemeinen. Allerdings habe es Salihamidzic auch schwerer als andere Manager wie Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach, weil dem keiner reinredet, so Matthäus. Eine gute Entscheidung des Sportdirektors sei laut ihm die Beförderung von Hansi Flick. Unter dem neuen Bayern-Coach gehören die Münchner laut Matthäus sogar zu den Favoriten in der Champions League.